Im Rhythmus. Jetzt muss ich aber eine Musik finden, die so schnell in dem Rhythmus ist. Ach, schneller geht's nicht. Ja. Mit unseren Dildos in der Hand. Aha, du hast auch einen, okay. Ja, guck hier. Der ist nicht für mich. Nee. Nein. Nein. Ja. Okay. Genau, warte. Mach nochmal. Was? Bücken. Also jetzt verprügelst du mich damit. Ja, was soll ich denn sonst machen? Deine Bückbewegungen machen. Achso. Oh nein. Ja, etwas schneller. Achso. Nein, du musst bücken. Ja, genau. Oh, nein. Ich hab keinen gehabt. Oh Gott, ich muss weg. Hilfe. Nein. Bleib stehen. Lauf da, lauf da. Bleib stehen. Ich dachte, wir wären zusammen. Du wolltest es doch auch. Nein. Bleib stehen, wir können weitermachen. Leute, es gibt wirklich so Dinger, Dildos aus Glas, die sind durchsichtig und haben so eine blaue Spirale drauf. Die sehen hundertprozentig so aus. Bei mir sind die rot. Gibt's die auch in Rot? Ja, bei mir sind die rot. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe so ein blaues Teil. Also, nicht in der Hand. Ah, nein! Du weißt schon, dass ich die Aufnahme noch nicht unterbrochen habe. Nee, ich auch noch nicht. Genau wie einmal. Wer dachte das? Aufnahme war auch noch nicht beendet. Ja. Jetzt geh ich erstmal kacken oder so. Wie war das? Ja, genau, jetzt erstmal fett kacken gehen. Das fand ich jetzt aber noch besser. Ja, hallo, wir sind Ü18, wir dürfen einen Dildo haben. Ich habe zwei funktionierenden, einen kaputten. Und nicht nur sexuell frustrierte Menschen haben einen Dildo. So viel mal dazu. Nicht, dass das jetzt kommt. Ach Gott, nein. Obwohl. Hä? Wir Frauen wissen einfach besser, wie wir es uns machen. Na klasse. Oh, sind alle Männer frustriert. Ja, wo ich ja auch schon mit so vielen Männern zusammen war. So. Ja, ich löse mal auf, was das hier gewesen ist. Ich fliege nochmal hoch, damit ihr es von oben sehen könnt. Also, Marcel hat hier Zwangsarbeiter eingestellt an seinem riesigen Gemächt. Chinesische. Ja, vielleicht war auch ein Koreaner dabei. Außerdem baut sich die Welt gerade nicht auf. Asiatische. Scheiße. Ja, und die, jetzt. Die waren ja am Pimmel am Arbeiten und so für voll wenig Geld, für 5 Euro oder sowas. Am Tag. Pimmel am Arbeiten. die hatten Pimmelarbeit. Das unter anderem auch. Das war nicht nur die Bauarbeit hier. Ja, und die sind dann, weil das rutschig war jetzt in dieser Jahreszeit, dann da abgestürzt. So sag ich es jedenfalls. Ja. So sagt das die, wie heißt das hier? Die, Arbeitsaufsicht. Ja, es gibt doch die übrigens, ich verkörper Arbeit, bei meinem Gebäude. Arbeit, so eine Krankending, die Leute, die auch. Ja. Ja, das war alles Unfall gewesen. Ich kann da nichts für. Ja, meine Arbeitsbedingungen sind gut. Der Pimmel macht auf jeden Fall Spaß. Das ist gut, das war der Sinn. Marcel's Pimmel macht Spaß. So, Aufnahme. Oh, das ist gut zu wissen. Ja, gut, dass ich das weiß, ne? Ja. Ich weiß nicht woher, aber gut, dass du es weißt. Down.
Wo ist denn oben? Ach, hier ist oben, okay. Wir wissen zwar nicht, was genau dieses grüne Zeug hier in dem Pimmel sein soll. Ist es vielleicht auch besser, wenn wir es nicht wissen. Das macht auch so Klatschengeräusche. Pudding! Pudding! Woo! Pudding! Ja. Scheiße, ich habe die Geräusche wieder zu leise. Ich will das auch hören, das Klatschen. Moment. Musik? Musikblöcke? Was? Blöcke? Blöcke. Irgendwie höre ich das Klatschen nicht so wirklich. Ja. Okay. Ich würde eher sagen, das ist kein Klatschen, sondern da ist jemand sehr feucht. An den Füßen natürlich, ne? Hier rum. Ja. Ich sollte das wirklich ab 18 schalten, ne? Ja, man merkt, es sind zwei Personen weniger und das Niveau wird anders. Ach ja. Ich schneide das schon wieder. Ja, hast du schon verraten, was das wirklich werden soll? Das hier? Ja. Kuppeln. 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 Oh, Kuppeln mit einem Nippel. Richtig. Das heißt, neben dem Pimmel wird eine Brust gebaut. So von der Farbe her passt es ja auch so. Ja, mit Glas halt, ne? Ein Glas-BH. Mhm. Der Kopf ist schon bestimmt sehr kalt. Schon so ein bisschen, Ja, der liegt ja schon was länger. Ja. Kann ich ja nichts für. Ich bin nicht derjenige, der es wegräumen soll. Nee, wir haben ja hier zur Andacht auch ein Schild extra hingestellt. Wir können ja, das nicht waren tun. Die Arbeiter. Nicht erlaubt. Oh. Da. 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 So. Peter hat es angemacht. So. Ja. Ein paar Böller haben wir noch. Ja, das ist ja normal. Das ist immer zwei Tage danach, ist das immer noch. Boah, meine Katzen werden wieder so ausrasten. Ja, meine. Mein Hund eher. Ja. Wir ziehen das schon voll in die Länge hier, ne? Ich wollte gerade sagen, sind wir eigentlich immer noch im Special oder befinden wir uns schon in der nächsten Aufnahme, weil wir haben nicht Hallo gesagt. Das ist sehr unhöflich. Okay. Wollen wir jetzt direkt noch weiter aufnehmen? Ja, ich nehme ja weiter auf. Ja, ich meine, wollen wir direkt schon die nächste Aufnahme machen? Oder wollen wir das jetzt ins Special packen? Ja, wir können auch weiter noch reden und so, weil das ist total professionell. Ne, ich meine jetzt nur, wollen wir das jetzt noch ins Special packen oder wollen wir das jetzt, einsetzen? Soll ich davor einblenden und das geschah danach? Ich weiß das gar nicht, wie lange wir machen, schon aufnehmen, weil... Ich auch nicht. Ich habe das bei mir im Traps leider nicht angezeigt. Dafür müsste ich halt dieses AMD-Aufnahmetool haben. Da wird mir die Zeit angezeigt. Ich glaube, wir haben kurz nach 10 angefangen. Deswegen wäre das ein sehr, sehr langes Special. Ja, wieder 40 Minuten. Dauert bei mir 4 Stunden zum Hochladen. sollte ich vielleicht heute noch machen. Oh weia. Aber ich muss auch wieder... ich habe Dragon Age noch gar nicht geschnitten. Ich habe noch eine dritte Aufnahme von vor 4 Wochen. Nee, 4 Wochen kann nicht sein. Von vor 2 Wochen. Oh, ein Zombie-Kind. Es war einkaufen. Und die habe ich noch gar nicht geschnitten und es kommen seit Tagen keine Folgen bei mir. So. Willkommen. Guck mal, ich stehe hier vor meiner Mall. Ach, wir können die Mall mal vorstellen, ne? Die ist jetzt eigentlich so fertig, ne? Wir wollten eigentlich schon längst aufhören, aber gut. Machen wir weiter. Ja, ich habe jetzt eine neue Aufnahme gestartet. Special. So. Ja. Guck mal hier, er ist genau richtig. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir hier kleine Größen führen. Vielleicht denkt er auch, seine Eltern stehen da. Also hier dieses Goldene, ich weiß nicht, bist du, obwohl du hast einen Special Helm, ja. Vielleicht hast du genug Kohle dabei, um Gold zu kaufen. Ne, er geht schon wieder raus. Ja. Naja. Okay, wir bauen für sie um.
Das wird ein Waffenladen. Okay, da haut er. Über einen gefrorenen See, jetzt bricht er einen Tod weg. Nee. Creeper ist auch einkaufen hier. Guten Tag, der Herr. Hi. Hi. Keine Aktion hier. Oh. Bomben! Ja, Bomben! Oh nein! Ah! Bomben! Bomben! Hier, das darf auch nicht fehlen, ne? Das habe ich ja auch reingebastelt. Ein MacDoof. Hier, Feuerwerk. Cool. Die Öffnung. McDonald's eröffnet, ja. Boah. Ich muss weggucken. Ich hab 2 FPS. Oh, ich hab 10. Das geht gerade noch so. So, hier, den Blumenladen finde ich auch sehr hübsch. Oh ja. Der Boden ist auch cool. Das Bild passt sogar. Ich habe hier einen Wasserfall in einem Wald mit ein paar Bäumen und Pilze. Also ich habe hier 5 Endermen. Die Dinger wieder. 5 Endermen. Einer hat 2 Erdblöcke, einer einen Sandblock, einer einen Erdblock und einer, der gar nichts hat. In der Mitte einer mit einem Diamantblock. Und der freut sich. Wisst ihr noch, in der Schule, wo man so etwas irgendwie, wie nannte man das? Man sollte darüber erzählen, was man sieht. Es hatte einen bestimmten Namen, keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, ist mir egal, braucht man nicht mehr. Man muss das erst sagen und dann muss man sagen, so, ich denke, das Bild möchte ausdrücken. War das bei euch im Kunstunterricht? Ich glaube ja. Dann hatten wir das nicht. Wir hatten in Kunst immer nur irgendwas gemalt, gebastelt oder so. Ich meine, Sandra und ich hatten ja sowieso ziemlich lange Kunst. Ach so, ja, stimmt. Ja. So. Was soll das sein, Sandra? Ach so, ja, Laden? Bild ist nee, ich meine der Laden. So, kannst du das erkennen? Ja. Ein Juwelier? Richtig. Bravo. Und hier ist zu vermieten. Da kommt Sandra ihr Angelladen rein. Ja. Schade, dass es keine so wirklichen Haustiere gibt in Minecraft, ne? So ein Hamster oder sowas. Oder ein Goldfisch. Ein Hamster, obwohl ein Goldfisch cool. Kann man sich ja basteln eigentlich so, ne? So eine Wasserwand im Haus und dann habe ich auch schon mal versucht. Mit so Tintenfischen. Ach, da gab's doch jetzt bei Sims was Neues, ne? So Kugeln und dann die selbstgefangenen Fische da reinsetzen. Das könnte man hier auch machen, so ungefähr. Mhm. Ich glaube, bei den Sims gibt's aber auch schon, da gibt's doch so ein Add-on, ne? Da kann man dann auch Katzen halten und so, ne? Ja, das war bei 3. Ja. Wie das bei 4? 4 ist, glaube ich, wieder anders. Das wird dann wieder für 20 Euro zusätzlich verkauft. Hm. Das ist ein Plattenladen hier. Und oben habe ich eigentlich nur Fressi. Rolltreppe hoch. Hier, das ist Nordsee, ne? Mhm. Oh, Nordsee, da könnte ich auch wieder hingehen, da war ich schon lange nicht mehr. Ich will nach Holland, ein richtiges Fischbrötchen essen. Da kann man auch richtige Fischbrötchen essen. Das ist ja eigentlich kaum ein Unterschied. Es gibt im Wuppertal aber einen kleinen, süßen Laden mit Backfisch. Die schmecken so geil, die Brötchen da. Ach. Ist noch nicht mal so teuer. Das ist da, wo... das scharf. Ja, das hatte ich da eingesperrt. Ach so. Der ist jetzt Verkäufer. Der macht... Er verkauft übrigens Döner. Das ist scharf gerade. Und 6 so scharf. Also hier, ne? Kalbdöner und Hühnchendöner. Was hätten Sie gern? Ich hätte gern Hühnchendöner. Mit, ich nehme auch Hühnchen. Cocktailsoße und ohne Kraut. Sonst mit allem. Ja, ich nehme auch einen Hühnchendöner. Ich nehme auch einen Hühnchendöner, allerdings mit Tzatziki, bitte. Und auch mit allem. Ja, ihr nehmt mit allem, auch mit Kraut? Ja. Ja. Okay. Dann läuft er. Nur nicht scharf. Ich hätte gerne nicht scharf. Doch, ich hätte gerne scharf. Ich hätte gern ohne scharf. Mit dem roten Zeugs drauf, bitte, und mit einer Peperoni. Ja, Peperoni nehme ich auch, aber ohne roten Zeugs. Der ist vielleicht jetzt voll verwirrt, was? Das
Da gibt es im Wuppertal Oberbarm an der Schwebebahn-Endstation einen guten Dönermann, den kann ich empfehlen. Achso, jo, da war ich auch schon mal, aber irgendwie war der für mich nicht so gut. Ja, ich hatte. Zumindest abends nicht mehr. Hühnchen. Nee, ich war so mittags rum da, also ja, normal mittags. Also ich finde den Döner bei dir um die Ecke ziemlich gut, Laura. Also hier am Darsnöckel? Ja. So, wir haben unseren Döner, alles klar. Gut. Hier kommt, das arme Schaf. Hier kommt noch sowas wie so ein C&A oder so rein, weil der hat hier extra Rolltrap. Überall knallt's noch. So, und hier ist ein Schild, hier geht's zur Bowlingbahn. Hier kommen noch Toiletten hin, weil das ist hier sonst ein bisschen kahl. Jo. Ich hab euch verloren. Ach nee, da. Okay. Okay. Hier sind wir. Ja, hier, okay. Signallicht oder so. Ja, und hier sind wir auf meiner Bowlingbahn. Wie ich finde, auch sehr gut gelungen ist. Ich hätt's das nicht so gut hinbekommen, glaube ich. Schuhe ausleihen? Ja. Okay. Puh, die stinken aber wieder. Größe 40 bitte, obwohl bei Bowlingbahn haben wir immer 39 genommen, ne Sandra? Das war dann... Ja, immer kleiner. So. Dann gehen wir mal hier ein. So, einmal... Wollschwein. Einmal Big Mama. Und einmal, ich habe keinen Spitznamen. Mo. Ich bin Mo, genau. Mo. So, und ich kegel mal wieder hier hinten links in die Ecke. Wie immer. Da mache ich jetzt mal. Er ist hängen geblieben in der Kugel. Ja, Marcel kegelt ganz komisch, aber wirft mehr Dinger um als ich. Ich habe meine eigene Taktik. Mein eigenes, wie heißt das? Meine eigene Technik. Oh, die Kugel ist runtergegangen. Ich habe an die Decke geworfen gegen Stoffwörter. Paff! Und dann noch so eine riesen Delle in dem Parkett dann hinterlassen. Weil ihr wieder runterkommt auch. Es wird oben am Monitor angezeigt. Error. Ja, haben wir kaputt gemacht. Ganz toll. Puh, Monitor zerspringt. Oh. Ja, der ist defekt. Boah! Warte, ich mach mal verschiedene Farben. Oh, jetzt sehe ich auch mal was. Vielleicht packe ich ihn selbst an. Oh, und die Skelette draußen sterben auch. Mhm. Also, und ich zeig mal eben kurz noch den Leuten hier, wo dann das Kino erscheinen wird. Da geht man einfach hier die Rolltreppe hoch. Und dann ist hier das Schild zum Kino. Und da muss man über so einen Überflieger gehen. Dann kommt man in das Foyer des Kinos, habe ich mir gedacht. Da kannst du dann Popcorn und so kaufen, was natürlich teurer ist als eine Kino-Eintrittskarte. Und ja, dann geht man Treppen runter in den Saal rein, wo dann der Film ausgestrahlt wird. Den muss ich ja dann stufig machen. Wie ein normales Kino halt so ist. Es kommt dann hier hin. Ja, genau. Ja. Dann kommt hier noch ein schöner Platz hin, ne? Mit Markt vielleicht oder so, keine Ahnung. Was du da dir geplant hast. Und hier haben wir schon ein Konstrukt gebaut, das soll, da kommt dann wohl mein Dom hin. Und direkt daneben, neben dem Kino, kommt dann der Friedhof. Ja, mal gucken, wenn der Dom fertig ist, mache ich erst den Friedhof.